Herzlich willkommen bei SOFO, dem Podcast für Frauen, die aus ihrer Einzigartigkeit mit Herz und Seele ein sinnerfülltes Leben und vielleicht auch Business kreieren möchten. Mein Name ist Nina Pettenberg. So schön, dass du da bist. Für ein Blitzlicht, eine Inspiration, wie du, wie wir, denn wir kennen es alle, mit negativen Gedankenspiralen umgehen können. Und ich habe dafür drei Coaching-Fragen für uns ausgewählt, die dir helfen können, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist es zu viel. Jetzt zieht es mich so nach unten, diese negative Gedankenspirale. Und das sind so innere Dialoge. Und wie gesagt, ich glaube, wir kennen sie alle. Ich kann es nicht, ich habe es noch nie gekonnt, das passiert auch immer nur mir. Warum ist es nicht anders gelaufen? Warum habe ich es nicht besser gelöst? Und natürlich mit all den Gefühlen, die damit verbunden sind. Aber diese negativen Gedankenspiralen, die wir uns immer wieder erzählen, die können ganz schön anstrengend sein. Und die bringen eigentlich auch nichts. Ja, die führen in der Regel nirgendwo hin, sondern intensivieren eigentlich die ganze Zeit nur diesen negativen, ja, Weg. Und deshalb jetzt die Einladung an dich, wenn du diese Momente kennst, vielleicht auch ganz aktuell, sagst, oh, da geht's los und dann wache ich schon am Morgen auf und manövriere mich in so eine negative Gedankenspirale hinein. Oder am Abend, wenn es dunkel wird und ich dann vielleicht auch denke, boah, im Worst Case, was bin ich doch für ein Versager? Warum kann ich mich nicht entscheiden? Warum fühle ich mich so wertlos? Warum ist mein Körper nicht so, wie ich es mir vorstelle? Dann drei Coaching-Fragen, die dir helfen können, aus dieser Gedankenspirale auszubrechen und auch das energetisch in dir zu verändern und zu bewegen. Du kannst gerne schreiben, denn wenn wir uns selbst coachen, ist es manchmal ganz gut, einfach mitzuschreiben und es dann nochmal lesen zu können, nochmal mit einem frischen Blick drauf zu blicken. Und genau, die erste Frage. Und erinnere dich jetzt gerne, wenn wir die Fragen durchgehen, an einen Moment, wo es vielleicht ganz intensiv für dich war, die Gedankenspirale, dieses Negative, die negativen Gedanken, Momente, wo du eher ins Negative gehst, dann kannst du die Fragen ganz gut anwenden. Und da kannst du dich als allererstes fragen, woher kommen eigentlich diese negativen Gedanken? Welches Ereignis oder welche Umstände führen dazu, dass ich jetzt gerade so denke? Und schreib mal, was dir dazu einfällt. Denn dadurch finden wir heraus, was uns genau triggert und reflektiere ein bisschen darüber. Achte dabei deine Gefühle, aber werde ruhig konkret, wenn du diese negativen Gedanken denkst. Woher kommt das? Ist da was vorgefallen? War eine Situation, in der du enttäuscht wurdest? Oder hast du dich geirrt? Hast du einen Fehler gemacht? In der Vergangenheit, wohlgemerkt. Fühlst du dich nicht richtig behandelt? Nimm einmal wahr, was im Kern steckt dieser negativen Gedanken. Nimm dir da so viel Zeit, wie du brauchst, um das zu erfassen, weil das ist wichtig, weil die verselbstständigen sich ja und wir haben schon gar keinen Bezug mehr dazu, warum jetzt diese negativen Gedanken vielleicht da sind. Und genau, das ist ganz gut, das einmal zu erforschen. Also woher kommen die negativen Gedanken? Welche Ereignisse oder welcher Umstand führt dazu? Und dann im zweiten Schritt, wenn du das einmal wahrgenommen hast, dann was könntest du oder wie könntest du über die Situation oder diesen Umstand, den du gerade identifiziert hast, noch denken? Also hier geht es um dich zu dissoziieren von den ganzen Emotionen und vielleicht von dem, was vorgefallen ist und einmal wie in eine Beobachterrolle zu gehen. Und eine ganz andere Sichtweise anzunehmen. Das braucht manchmal einen Moment, gerade wenn es sehr emotional aufgeladen ist. Und einmal wie ein Beobachter drauf blickst. Wie würde ich dann die Situation sehen, die du ja gerade so für dich herausgefunden hast? Gibt es noch eine andere Möglichkeit, über diese Situation nachzudenken? Und was wärst du vielleicht komplett ohne diese Gedanken? Das ist eine witzige Frage, aber die ist so kraftvoll. Was wärst du ohne diese Gedanken, ohne diese negativen Gedanken, die ständig da in dir kreisen? Um dann zur dritten Frage zu kommen, was würde die Liebe jetzt tun?
Die dritte Frage lässt dich deine Kraft zurück zu dir zurückholen. Die Kraft, die in all diesen negativen Gedanken gebunden ist. Wichtig ist aber, dass wir im ersten Schritt haben wir einmal identifiziert, woher kommt es eigentlich? Dadurch können wir liebevoller werden. Wenn ich habe zum Beispiel im Moment immer wieder so ein bisschen negative Gedanken, weil mein Pferd operiert wurde und es alles nicht so heilt. Und dann ertappe ich mich oft in dieser negativen Gedankenspirale. Und die ist aber, nachdem ich drüber nachgedacht habe, warum die da ist, eigentlich selbstverständlich. Und dann kann ich liebevoller sein, weil ich sage, eigentlich sind diese Gedanken schon zu 80% richtig. Es ist einfach blöd. Und deshalb habe ich diese negativen Gedanken. Es gibt natürlich andere Momente, da habe ich negative Gedanken und das ist übertrieben. Aber darum geht es im ersten Schritt, die erste Coaching-Frage. Woher kommen diese negativen Gedanken eigentlich, um einordnen zu können und liebevoller mit dir sein zu können? Um dann im zweiten Schritt, wie könnte ich es noch sehen, die Beobachterrolle einzunehmen? Wie könntest du noch über die Situation denken? Was wärst du ohne diese Gedanken? Und da habe ich in meinem Fall einfach so rausgefunden, es anzunehmen und die Liebe und die Schönheit im Annehmen zu spüren, dass es jetzt so ist und dass ich alles dafür tue, dass es gut wird. Ja, im Fall jetzt von meinem Pferd. Und was würde die Liebe jetzt tun? Das ist die dritte Frage. Und die gibt mir Kraft, ist die Schönheit im Moment zu sehen. Ja, und nicht zu sehr in die Zukunft zu denken, das ist in meinem Fall so. Lieber nicht so viel in die Zukunft denken, was könnte alles Schreckliches sein, sondern eher die Momente zu genießen, die wir gemeinsam haben und das als Lernschritt sehen. Gut, das waren meine drei Coaching-Fragen für dich in diesem Blitzlicht. Und jetzt möchte ich dir einmal ganz, ganz, ganz viel Liebe und Verständnis schicken, Mitgefühl. Wenn du gerade durch viele negative Gedanken wanderst. Das heißt, du sorgst dich. Das heißt, du versuchst, Verbindung zu dem Thema aufzubauen. Du willst irgendwie einen Shift, aber oft sind wir halt dann in so, oft sind wir, wenn so blinde Flecken sind, auch einfach, ja, blind und können es nicht so gut greifen. Deshalb ganz, ganz viel Liebe zu dir und Verständnis, wenn du gerade da manchmal festhängst. Und dann erinnere dich an die drei Coaching-Fragen. Nimm dir einfach ein Blatt Papier, ein Bleistift und schreib drauf los. Woher kommen gerade diese negativen Gedanken, die ja natürlich auch oft dann gefühlt werden? Was ist das Ereignis oder der Umstand, der zu diesen negativen Gedanken führt? Es können auch manchmal mehrere Aspekte sein. Was könnte ich noch über diese Situation denken? Nimm die Beobachterrolle ein. Geh mal raus aus der Emotion, versuch's von außen zu sehen. Was wärst du ohne diese Gedanken? Und was würde die Liebe jetzt tun? In diesem Sinne, von meinem inspirierten Herzen zu deinem, bis ganz bald.